Hallo Sarah, guten Abend. Was hast du uns da Schönes mitgebracht? Kannst du mir auch sagen, was wir damit anfangen sollen? Es gibt so viele Dinge, die wir gebrauchen könnten, aber einen Globus. Den brauchen wir. Du wirst schon sehen. Es wird immer schlimmer. Heute haben sich schon wieder drei Leute aus dem Betrieb entlassen. Klar. Wie wär's denn mit Amerika? Und kannst du mir vielleicht auch sagen, von was wir da leben sollen? Lass das doch. Geh lieber und schau nach Anna. Sie ist schon im Bett und wartet auf dich. Gibt es nur noch zwei Scheibenbrot für ihn? Wie soll man davon leben können? Wenn ich jeden mehr Brot gebe, kommen wir nicht aus diese Woche. Sie haben jetzt auch das Brot rationiert. Ich dachte, ich hätte etwas gehört hier unten. Ich dachte auch, dass ich etwas gehört hätte. Ich dachte,
Hier wäre vielleicht jemand. Ich habe es ja auch gehört. Aber es scheint, dass hier niemand ist. Es kam sicherlich von draußen. Ja, es scheint, dass es hier nichts gibt. Komm schon. Das war sicher nur ein Geräusch von draußen. Gehen wir wieder ins Bett. Hier wirst du dich noch erkälten. Ja, du hast recht. Es kam sicher von draußen. Und ich dachte, es wäre hier etwas im Haus. Ja, ja. Es war draußen. Du weißt doch, wenn der Wind so geht, schlagen die Fensterlehnen doch immer gegen die Hauswand. Es waren sicher die Fensterlehnen, die dieses Geräusch verursacht haben. Ja, stimmt. Heute war es sehr windig. Ja, heute war wirklich sehr viel Wind. Schon die ganze Nacht war es so windig. Das waren sicher nur die Fensterläden. Und ich dachte, da wäre etwas in der Küche gewesen. Dabei waren es nur die Fensterläden. Es ist schon so spät. Wir sollten schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht. Guten Abend. Du bist spät dran heute. Komm, setz dich. Das Essen ist schon fertig. Mir bekommt dieses Brot abends nicht so gut. Isst du es ruhig?